Hallo, mein lieber Krebs, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Krebs, herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir schauen uns heute deinen Monat August an. Wie immer dein Hauptthema, dein Hindernis, dein Rat und dein Schatten. Was siehst du nicht im Monat August, solltest du aber sehen. Lieber Krebs, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Hör da ganz, ganz fest auf deine innere Stimme. Sie sagt dir, was zu dir gehört und was eben nicht. Manchmal kann es sein, dass gewisse Botschaften gespiegelt sind. Das heißt, dass sie nicht dich betreffen, sondern jemanden, der dir nahe steht. Aber das wirst du automatisch sofort merken, falls dies der Fall sein sollte. Lieber Krebs, wie immer findest du alle Infos zu persönlichen Legungen unten in der Infobox. Darfst du gerne mal reinschauen. Ich habe hier auch noch meinen Instagram-Kanal verlinkt. Würde mich sehr über ein Abo freuen. Darfst du auch mal reinschauen. Und ich werde demnächst auch meine Dienstleistungen etwas erweitern. Das heißt, ich werde neu auch Analysen dann anbieten im Verlauf vom Monat. Karma-Analysen, Lebensaufgaben-Analysen, wie auch Berufsanalysen anhand von Astrologie und Numerologie. Also falls dich das interessiert, darfst du immer wieder gerne mal auf der Webseite nachschauen. Ja, lieber Krebs, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber Krebs, dein Monat August. Was ist wichtig für dich? Was solltest du hören? Oder darfst du dir zu Herzen nehmen? Lieber Krebs. Lieber Krebs. Dein August, die Sehnsucht, im Monat August wirst du ganz klar eine kleine innere Stimme immer und immer wieder mal hören oder fühlen, vor allem in Form auch von vielleicht Mangel. So Mangelenergie, weil dir was fehlt. Also ich sehe hier liegt eine tiefe Sehnsucht. Entweder eine Sehnsucht nach der wahren Liebe, Sehnsucht nach Erfolg, vielleicht auch Sehnsucht nach Reisen oder nach Geld. Du erkennst, dass vielleicht dein Leben ja vielleicht schon okay ist, aber es ist vielleicht nicht genau das, was du dir eigentlich wünschst. Wenn du ganz, ganz ehrlich bist, fehlt da was oder vielleicht einige Dinge. Also du wirst es im Monat August ganz stark fühlen. Es kann sein, dass das so schubweise kommt, dieses dumpfe Gefühl. Ich habe das Gefühl, es fühlt sich auch so ein bisschen dumpf an. Dann kommt vielleicht wieder etwas die Euphorie, dieser Überlagerung vom Verstand. Und dann kommt wieder dieses dumpfe Gefühl, eben diese Sehnsucht. Hör dahin, also nicht unter den Teppich kehren, weil diese Stimme möchte dir was sagen. Sie möchte dir sagen, in welche Richtung du gehen solltest. Weil hinter einer Sehnsucht ja, ist auch immer der Drang, in diese Richtung zu gehen, etwas dafür zu tun. Und oft ist es so, dass wir Sehnsüchte oft untergraben und ja, vielleicht eben nicht hören wollen. Also hier eine starke Sehnsucht könnte sich immer wieder mal zeigen. Schauen wir mal, was ist denn dein Hauptthema, lieber Krebs? Im Monat August, lieber Krebs. Acht der Stäbe, Vergangenheitsenergie. Nicht für alle natürlich. Also ich sehe hier, die sechste Kelch kann auch zum Thema Seele sein, eine Sehnsucht, etwas aus seiner Seele zu leben. So ein tiefer Wunsch, der eigentlich ein Teil von dir ist, den du aber vielleicht nicht lebst. Es kann auch etwas mit deinem Seelenvertrag zu tun haben, dass du irgendetwas fühlst und dass dir das fehlt, weil du das noch nicht lebst eben. Es kann aber auch um eine Vergangenheitsperson gehen, dass du eine Vergangenheitsperson vermisst. Oder
ganz, ganz wichtig, muss nicht eine Vergangenheitsperson sein. Es kann auch eine Vergangenheitssituation sein. Vielleicht erinnerst du dich daran, wie du verliebt warst. Vielleicht vermisst du nicht diese Person, aber vielleicht das Gefühl, was dir diese Person gegeben hat. Vielleicht vermisst du Zweisamkeit oder du vermisst deine Träume aus der Vergangenheit. Vielleicht merkst du, dass du früher sehr viel geträumt hast, aber du hast fast nichts umgesetzt. Ein bisschen so ein bisschen eine melancholische Energie sehe ich wahr. Also nehme ich wahr, eventuell könnte auch eine Vergangenheitsperson oder ein Vergangenheitsthema könnte wichtig sein. Falls du, also könnte sich sogar melden, könnte eine Nachricht kommen, falls du keine Vergangenheitsperson hast oder gar keine Vergangenheitsperson-Thema ist, könnte hier eventuell auch jemand kommen, wo du eine tiefe Verbindung fühlst und deine Seele erinnert sich daran, weil ihr euch schon aus einem vorherigen Leben kennt. Und die Seele erinnert sich daran und dadurch kommt die Sehnsucht. Oder wir haben, es kann auch, Sehnsüchte können auch aus einem vorherigen Leben kommen, weil die Seele sich eben daran erinnert. Ja, ui. Also für alle, die Single sind und Liebe, sich Liebe wünschen, wenn du jetzt wirklich mit offenem Herzen hinausgehst, mit offenem Herzen heißt nicht, dass du blindlings verzweifelt in etwas reinrennst und Ja und Amen sagst, sondern dass du deinen Wert kennst, dass du deine Grenzen setzt, dass du liebevoll vorwärts gehst, könnte hier die große Liebe kommen. Auch im Beruf könntest du sogar deine Berufung finden. Was ist deine Bestimmung, wenn du offen bist dafür und das dein Thema ist. Was hindert dich jetzt aber daran, dieser Seelenbestimmung zu folgen, diesem Ast der Kelche anzunehmen, weil du musst das annehmen, das kommt nicht einfach fix, klopft nicht an deine Tür, du musst da wirklich was tun dafür. Was ist das Hindernis? Wir haben die Mäßigkeit und 9 der Schwerter. Also ich sehe, hier sind ganz viele Themen, die vielleicht noch nicht aufgearbeitet wurden aus der Vergangenheit. Weil 9 der Schwerter deutet immer darauf hin, dass man Angst hat. Angst zu vertrauen, Angst sich fallen zu lassen, Angst Sicherheitsgefühl zu verlieren. Aber 9 der Schwerter ist immer eine Angst, die aus Erfahrungen entstanden ist. Die ist nicht echt. Das sind so kleine Trigger. Also hier kommen vielleicht so kleine Trigger hoch, die dich zurückhalten, aber es ist nicht echt. Erkenne die Trigger. Ich sehe auch die Mäßigkeit. Es ist wichtig, dass du offen bist. Auch Tunnelblick loslassen, weil Mäßigkeit deutet darauf hin, dass du vielleicht kleine Umwege gehen musst oder offen sein solltest für Kompromisse oder dass etwas ein bisschen anders ist, als du denkst. Vielleicht ist dein Herzensmensch ein bisschen anders, als du dir vorstellst. Weil oft wissen wir ja gar nicht, was wir wirklich brauchen. Und da will ich nicht an etwas klammern, an einer Vorstellung, offen bleiben, auch an einer beruflichen Vorstellung ein bisschen offen bleiben. Weil ich sehe, zu wenig Offenheit könnte blockieren. Zu stur an einer Vorstellung festhalten. Dort wirklich auch offen sein, aber natürlich mit dem Herzen. Also dich jetzt nicht verbiegen oder so. Warum 9 der Schwerter als Hindernis? Ja, ich sehe hier, dass in der Vergangenheit viele Lügen waren. Du hast nur gegeben, nicht bekommen. Ich sehe hier, so nach Liebe gebettelt, nach Erfolg gebettelt, nach Geld gebettelt und man hat dir so Brotkrümeln gegeben und ja, und das triggert dich. Also falls du so eine Erfahrung gemacht hast, könnte diese Erfahrung nochmals an deine Tür klopfen, damit du hinschaust und das auflöst, damit du im Vertrauen bleibst, dass du dir selbst vertraust, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Ich sehe hier auch ein bisschen eine sehr kopflastige Energie, Dinge zerdenken, hier ein bisschen aufpassen, dass du eben in der Balance bleibst. Auch das Thema Geben und Nehmen, auch im Beruf, ist sehr, sehr wichtig. Was kommt sonst noch auf dich zu, lieber Krebs?
Ritter der Stäbe, ein bisschen eine körperliche Energie. Wir haben hier zwei der Stäbe, vier der Kelche, Ritter der Schwerter und Bube der Münzen. Du wirst ab und zu im August merken, dass du dich wie etwas blockiert fühlst oder vielleicht hast du das Gefühl, du musst dich für etwas entscheiden. Vielleicht auch für zwei Personen oder irgendwie zwei Themen, als müsstest du dich für etwas committen, aber du kannst wie noch nichts. Ich sehe eine leichte Blockade oder du hast das Gefühl, du möchtest ein Ziel haben, etwas manifestieren, aber es geht wie nicht, weil verschiedene Wünsche aufkommen. Eine leichte Blockadeenergie, auch um vorwärts zu gehen, sehe ich hier. Aber ich sehe auch, dass verschiedene Chancen an deine Tür klopfen. Berufliche Chancen, vielleicht in Form von Wissen, auch in der Liebe mit vier der Kelche. Aber ich sehe auch, dass du es nicht annimmst. Ich sehe, dass hier jemand, als würdest du vielleicht schon Fehler suchen, kann aber auch dein Gegenüber sein, ganz wichtig. Also hier wirklich sehr, sehr kritisch sein, alles überdenken. Und vier der Kelche möchte ich immer daran erinnern, hey, Achtung, etwas könnte besser sein, als du denkst, nicht vorurteilen. Weil vier der Kelche könnte auch eine leichte Warnung sein, dass eine große Chance an dir vorbeizieht und du merkst es nicht mal. Eine Chance für beruflicher Erfolg, vielleicht eine Idee, oder eine Liebe. Also hier ganz genau hinschauen, nicht, natürlich nicht Ja und Amen sagen, aber ganz, ganz genau hinschauen. Ich sehe auch, dass hier eventuell plötzlich eine Person kommen könnte oder eine Nachricht oder dass du der Überbringer bist von einer Nachricht. Eine Entscheidung. Hier wird plötzlich schnell eine Entscheidung getroffen. Und diese Energie fühlt sich ganz anders an. Schauen wir mal zuerst die anderen Karten an, bevor wir hier zu Bube der Münzen kommen. Warum zwei der Stäbe? Krebs. Vielleicht möchtest du mehr Geld haben, glücklicher sein. Hier geht es um das Thema Fülle, entweder in Form von Materialismus oder innere Fülle. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du möchtest jetzt reich sein oder die große Liebe haben, aber es ist wie eine Blockade da. Ui, ja, also hier kreuzen ganz viele Chancen deinen Weg. Sehr viele Chancen, aber es scheint so, als würdest du sie im ersten Moment nicht erkennen und auch nicht annehmen. Ritter der Schwerter. Ritter der Stäbe und Ass der Schwerter. Also jemand entscheidet hier plötzlich aus dem Nichts. Vielleicht auch gewisse Menschen loslassen. Es ist ein bisschen eine impulsive Energie, als würde man zuerst lange verharren und plötzlich aus dem Nichts. Ein bisschen, wenn das deine Energie ist, ein bisschen aufpassen, dass das nicht eine unüberlegte Entscheidung ist. Fühlt sich ein bisschen so an, muss ich ganz ehrlich sagen, dass zu schnell aus dem Nichts, so ein bisschen emotional gesteuert, eine Entscheidung triffst. Also hier kann auch jemand anderes sein. Bezüglich einer Nachricht kommt wie ein Trigger und dann wird entschieden. Aus dem Nichts. Oder jemand anderes könnte plötzlich aus dem Nichts kommen, weil diese Person etwas von dir sieht oder hört. Auch beruflich gesehen könnte hier plötzlich aus dem Nichts eine neue Info kommen, vielleicht bezüglich einer Änderung für das neue Jahr oder für das zweite halbe Jahr. Etwas wirklich ganz schnell und plötzlich und unerwartet. Fühlt sich sehr impulsiv an. Also falls das deine Energie ist, nicht impulsiv handeln. Schauen wir mal uns Bube der Münzen an. Ich habe das Gefühl, das ist eine Person. Bube der Münzen.
Ich sehe auch, dass du Dinge versuchst, auf verschiedenen Seiten zu betrachten. Entweder ist das eine Person, die versucht, verschiedene Perspektiven einzunehmen, jetzt zum Beispiel beruflich gesehen, oder du versuchst, verschiedene Perspektiven oder Möglichkeiten zu finden, eben zum Beispiel beim Thema Geld. Oder du versuchst, was Gutes in der Entscheidung zu finden oder was Negatives. Es ist, als würdest du eine Münze nehmen und jede Ecke so betrachten, als suchst du etwas. Ich habe das Gefühl, du suchst nach etwas. Als würdest du etwas, aber erst nach diesem impulsiven, entweder nach dieser impulsiven Entscheidung oder Nachricht, suchst du nach etwas, vielleicht nach einer Bestätigung, dass das richtig war oder was auch immer. Nach einer, ja, ich nehme auch nach Alibi suchen, also nach einer, als möchtest du dich vergewissern, dass das okay ist. Oder dein Gegenüber möchte sich das vergewissern oder dir was, ein bisschen aufpassen wegen Schönreden, aber ich sehe hier eine andere Perspektive versuchen einzunehmen. Aber eben erst nach diesem Schnellschuss. Ich weiß nicht ganz genau, was ich von dieser Energie halten soll. Es wirkt auf mich so ein bisschen da ganz, also meine Empfehlung an dich, lieber Krebs, hör da wirklich auf deine innere Stimme, auf deine Sehnsucht. Wenn du eine Sehnsucht hast zu einem Thema, dann ignoriere diese Stimme nicht, weil sonst explodierst du wie eine Bombe, sage ich jetzt. Und es kommt einfach auf dich, aus dir heraus. Und dann könnte es eben passieren, dass du Fehlentscheidungen triffst und diese danach bereust und vielleicht nach etwas suchst, dass das rechtfertigt, oder du suchst nach einem anderen Weg, nach einer Lösung, und dabei war vielleicht das hier die Lösung oder der richtige Weg, aber du hast, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also hier nicht impulsiv handeln, bleib geerdet, nimm deine Sehnsüchte an, nicht unter den Teppich kehren, ganz, ganz wichtig. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, lieber Krebs? Falls auch eine Vergangenheitsperson sich plötzlich wieder meldet, bekomme ich auch ganz stark rein, nicht nach Veränderung suchen oder nach dem, wie soll ich sagen, eben nicht schönreden. Sieh die Dinge so, wie sie sind, ganz klar, und frag dich ehrlich, ist es genau gleich wie zuvor oder haben ist es anders von der Energie her? Wenn es gleich ist, dann wird es auch gleich enden. Wenn es nicht gleich ist, dann ist ja eine andere Energie da, eine andere Schwingung. Aber versuch das nicht zu suchen, das zeigt sich dir offensichtlich. Zweiter Schwerter als Rat, also lieber Krebs, nicht zweifeln. Zweifle nicht an deinem Gefühl. Zweifle nicht an deinen Sehnsüchten, schäme dich auch nicht für deine Sehnsüchte. Wenn du reich sein möchtest, dann möchtest du reich sein. Ist doch nicht schlimm. Wenn du die große Liebe finden möchtest, dann finde die große Liebe. Das ist doch auch nicht schlimm. Egal, was deine Sehnsüchte sind, bleib denen treu, aber tu etwas dafür. Also nicht nur tagträumen, weil Krebs, also generell Wasserzeichen, neigen dazu, dass sie einfach ihre Wünsche träumen, aber nicht leben. Darum lebe sie, tu was dafür. Was liegt im Schatten? Krebs. Königin der Schwerter, Luftenergie. Eventuell könnte ein Luftzeichen-Thema sein, muss aber nicht. Hier könnte eventuell ein Flirt kommen, muss aber nicht. Ich sehe aber auch, dass eine Entscheidung kommt, was du ein bisschen ignorierst. Also hier könnte eine Entscheidung kommen im August, für dich eine wichtige Entscheidung. Aber es wird eben noch ignoriert und darum kommt es plötzlich aus dem Nichts. Wenn du nicht entscheidest, entscheidet das Universum für dich oder jemand anderes. Ganz, ganz wichtig. Also hier Vorbote für Gespräche und wichtige Entscheidungen. Ja, mein lieber Krebs, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.